Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels am 9. Spieltag der 3. Liga hier in Duisburg begrüßen. Der KFC unterlag am heutigen Mittwochabend gegen den FSV Zwickau mit 1:2. Bevor wir zu den Trainerstimmen kommen, noch die Ergebnisse von den Parallelspielen der 3. Liga. Die Spielvereinigung unter Achim 1860 München trennen sich im Bayern-Derby 1:1 unentschieden. Der VfL Osnabrück gewinnt gegen Fortuna Köln 1:0 und der VfR Aalen unterliegt dem Karlsruher SC mit 1:3. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner Linken Gästetrainer Joe Hennox und zu meiner Rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Hennox, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Es war ein sehr intensives Spiel. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Ich habe eine Chance von Uerdingen auf unsere Seite Kopfball gesehen, sonst nicht so die klare Torchance auf beide Seiten. Aber wir wussten, wenn wir halt weiterhin aggressiv nach vorne verteidigen und dass wir halt hoch anlaufen, dass wir halt vielleicht einen Einrahmen, eine Chance bekommen. Wir haben auch immer wieder halt unsere Standardsituation, das Hauptaugenmerk im Training halt gesetzt. Und ja, heute mit dem 1:0 drücken Eckball, was super geschlagen war von Kevin Hoffmann. Wirklich ein gutes Ergebnis für uns. Und dann kriegen wir halt ja, fast direkt im Anschluss den 1:1, den Ausgleich. Und bin sehr stolz, dass die Mannschaft halt nicht einfach gesagt hat, okay, wir lassen uns hinten reinstellen und versuchen halt diese Unentschieden zu verteidigen, sondern wir spielen weiterhin nach vorne. Und das haben sie auch getan. Das zweite Tor folgt, klar, direkt nach den Standstationen, aber wir kriegen den zweiten Ball dreimal. Und das ist halt unsere große Stärke. Das ist halt, wenn der Ball geklärt wird, dann halt ist Christian Bricke da und dann ist Nils Merke da und dann ist nochmal Axel da. Also wir kriegen dreimal hintereinander den zweiten Ball und dann spielen wir den Ball gut raus und Kevin bringt mit dem linken Fuß wirklich eine überragende Flanke und Anton schlägt Gold richtig. Und dann am Ende muss man sagen, dass Uerdingen alles nach vorne geworfen hat. Es war schwer zu beteiligen. Wir haben eine Chance, wo unser Torwart halt wirklich richtig gut hält und letztendlich meiner Meinung nach was verdient den Sieg. Dankeschön. Vielen Dank, Joe Hennox. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar nehmen. Ja, hallo alle zusammen. Joe, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Fußballerisch war es heute aus meiner Sicht deutlich besser gegen Karlsruhe. Wir sind besser hinten rausgekommen, hatten mehr Ruhe am Ball. Das Problem heute war, dass wir im letzten Drittel des Gegners keine Durchschlagskraft hatten. Wir haben da keine richtige Präsenz gehabt. Wir haben in Karlsruhe zu viele lange Bälle gespielt aus meiner Sicht, wo dann unsere Stürmer vorne, die jetzt nicht diese Körpergröße haben, es ganz schwer hatten. Deswegen wollten wir deutlich mehr über die Erde spielen, aber auch diese Bälle haben wir heute nicht gut verteidigt bekommen, haben dadurch so keine richtigen Druckphasen aufbauen können und sind zwar in Ansätzen ab und zu ganz gut durchgekommen über außen in der ersten Halbzeit, vor allem rechts, aber dann der Ball ins Zentrum. Der hat dann wirklich keinen Abnehmer gehabt, da hatten wir zu wenig Präsenz und zu wenig Torgefahr ausgestrahlt. Nach dem Rückstand sind wir relativ schnell zurückgekommen ins Spiel. Dann haben wir sehr, sehr viele offensive Spieler auf dem Platz gehabt und sind auch nicht gekontert worden, sondern das zweite Tor war ja auch eine Standardsituation im Endeffekt, die abgewehrt wurde. Aber da hat Joe recht, da waren wir beim zweiten Ball in der Situation nicht gut sortiert. Dann fällt es 2:1. Ja, alles probiert, alle Offensiven, die wir hatten, auf dem Platz gehabt. Eigentlich hat noch eine gute Chance zum 2:2, aber hat der Torwart sehr gut gehalten und so. Ja, haben das Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob es verdient ist, aber vielleicht hätte es unentschieden ausgehen können, aber wir haben immer noch deutlich Luft nach oben. Dankeschön. Vielen Dank. Stefan Krämer, gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Zwickau, gute Heimreise, alles Gute für den weiteren Verlauf in der Liga. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Nächster Heimspiel am 6. Oktober, 14 Uhr, zu Gast dann Karlsruher Jena. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss, seid ihr und euer KFC.